Guten Abend, meine Damen und Herren, zu der großartigen Informationssendung Online Aktuell. Heute werden wir Ihnen drei Websites sowie deren Vor- und Nachteile präsentieren. Ganz herzlich begrüßen möchte ich zu diesem Zweck unsere heutigen Gäste. Frau Müller, sie ist Vorsitzende der Organisation Besorgte Mamis, sowie unser zweiter Gast, Herr Schneider. Er ist Redakteur der Internetzeitschrift für Jugendliche Online Fun. Und nun möchte ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Frau Müller, fangen wir mit Ihnen an. Denken Sie, dass das Internet eine gute Möglichkeit für Jugendliche bietet, Neues zu entdecken? Nein, überhaupt nicht. Jugendliche sollten mehr rausgehen und sich mit ihren Freunden treffen. Das Internet hindert sie nur daran. Herr Schneider, sind Sie gleicher Ansicht wie Frau Müller? Nein, die Kommunikation im Internet ist praktisch, um sich mit Freunden zu unterhalten, die weiter weg wohnen. Und nun möchte ich, wie angekündigt, Ihre Aufmerksamkeit auf unsere erste ausgewählte Internetseite lenken, Dark Orbit. Dark Orbit. Als Pilot eines virtuellen Raumschiffs kämpft man gegen Aliens oder gegnerische Mitspieler. Durch Erfahrungspunkte und erspielte Ehre erreicht man höhere Level. Bezahlt wird mit Iridium, welches man sammeln oder mit Geld kaufen kann. Einmal im Monat findet eine Schlacht um den Jackpot statt, der maximal 10.000 Euro enthält. Das Geld ist echt. Herr Schneider, was halten Sie von dem Spiel? Ich selber finde das Spiel sehr gut, weil es kostenlos ist und ich keinen Speicherplatz verschwende, weil man es nicht downloaden muss. Das sehe ich ganz anders. Es ist total brutal und ich möchte nicht, dass meine Kinder abhängig werden. Vielen Dank für Ihre Antworten und nun zur zweiten Internetseite MyFanFiction. MyFanFiction.de. Diese Seite lässt die Augen von Hobbyautoren strahlen. Hier können Sie Ihre Geschichten veröffentlichen, mit anderen Mitgliedern diskutieren und Erfahrungen austauschen. Diese Geschichten sind einem breiten Publikum kostenlos zugänglich. Auch die Anmeldung ist kostenlos. Können Schüler von dieser Seite nicht auch profitieren, Frau Müller, zum Beispiel im Deutschunterricht? Sicherlich können sie davon profitieren, aber ein direkter Austausch mit ihren Mitschülern kann durch solch eine Seite nicht ersetzt werden. Also diese Seite ist wirklich sehr interessant. Ich habe mir da auch mal ein paar Geschichten durchgelesen. Ich war total begeistert von diesen jungen Schriftstellern. Und nun zur dritten und letzten Seite, CyberGrid. Viel Spaß! CyberGrid ist eine 3D-Bildungswelt für Jugendliche von 12 bis 17 Jahren. Während man auf Erkundungstour durch die Online-Welt geht, kann man seinen eigenen Avatar erstellen und 3D-Objekte gestalten. Anmeldung und Nutzung sind kostenlos. Frau Müller, Herr Schneider, wie sehe Ihr persönlicher Avatar denn aus? Ich würde mich dort niemals anmelden. Solche virtuellen Seiten sind nichts für mich. Aber kreative Köpfe haben dabei sicherlich viel Spaß. Mein Avatar würde total verrückt aussehen. Tattoos, Piercings, abgefahrene Frisuren und so. Vielleicht melde ich mich da sogar an. Und das war's auch schon wieder. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Frau Müller und Herr Schneider. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Und liebe Zuschauer, vielleicht werfen Sie einmal einen Blick auf eine dieser Webseiten. Hiermit verabschiede ich mich und wünsche noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal bei Online Aktuell.